Dr. Krümmer, für die einführenden Worte. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, Sie und vor allem auch die Kinder natürlich, zu dieser Ausstellung, zu dieser Ausstellungseröffnung. Herr Heller, Herr Schlaffke, schön, dass Sie da sind. Natalia als Geschäftsführerin des Theaters. Sabalot, der Räuber Hotzenplotz auf Achse. Meinen Namen haben Sie schon gehört. Ottfried Preußler und seine Figuren kennt fast jeder. Der Räuber Hotzenplotz, der die Kaffeemühle geklaut hat, oder die kleine Hexe, die mit ihren 127 Jahren viel zu jung war für den Blocksberg. Aus seiner Feder stammt der kleine Wassermann, der im Mühlenweiher sein Unwesen treibt. Die Vorlagen seiner Bücher sind vielfach verfilmt worden und er ist einer der meistgespielten Autoren auf deutschen Bühnen, vor allem auch auf Figurentheaterbühnen. Ottfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg, heute Liberec, geboren, einer kleinen Stadt in Nordböhmen. Seine Eltern waren beide Lehrer. Er hat wohl eine glückliche Kindheit verbracht, hat sich sehr viel mit Literatur beschäftigt. Der Zweite Weltkrieg machte dieser unbeschwerten Kindheit ein Ende. Er ist eingezogen worden. Er ist dann 5 Jahre in Kriegsgefangenschaft geraten. Und nach dem Krieg hat er eine zweite Heimat in Bayern gefunden. Da hat er auch seine Verlobte wieder getroffen. Sie haben geheiratet und haben eine Familie gegründet. Ottfried Preußler war von Hause aus nicht Schriftsteller, sondern er hat den Lehrerberuf ergriffen, nachdem er in Bayern sich angesiedelt hat. Er hat studiert. Er hat auch nicht professionell angefangen, als Schriftsteller zu arbeiten, sondern als erstes hat er nebenbei gearbeitet, als Reporter. Er ist dann Lehrer geworden und auch später Rektor, hat auch im Lehrerberuf gearbeitet bis 1970, hat sich immer als Volksschullehrer bezeichnet. Und hat auch seinen Kindern in der Schule immer Geschichten erzählt. Er kommt aus einer Familie, wo das Geschichtenerzählen eine große Tradition hatte. Eine wichtige Rolle spielte dabei seine Großmutter Dora, die Sie oben auch in der Ausstellung als Figur sehen können. 1956 hat er dann die Geschichte des kleinen Wassermann geschrieben. Und mit diesem Buch, er hatte vorher auch schon Werke geschrieben, ist ihm eigentlich so der ganz große Durchbruch bereits gelungen. Er hat im Jahr darauf direkt auch den Deutschen Jugendliteraturpreis dafür bekommen. Ein Jahr später entstand die kleine Hexe, die auch gleich relativ erfolgreich wurde. Viele Geschichten entstanden, weil er eben seinen Schülern Geschichten erzählt hat, um sie zu beruhigen. Damals waren die Klassen 50 mit 50 Kindern, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und auch um seinen Kindern einfach Geschichten zu erzählen. Und dann hat er sie aufgeschrieben. Preußler hat vor allem Kinderbücher geschrieben, aber nicht nur. Er hat zum Beispiel auch Krawatt geschrieben, ein Jugendbuch. Oder auch für Erwachsene mit einer sehr interessanten Thematik, wo es auch um totalitäre Regime letztendlich geht. Und die Arbeit an diesem Buch war so aufwendig und hat ihn so stark beschäftigt, dass er gesagt hat, er muss jetzt mal eine Pause machen und was Lustiges schreiben. Und so kam er zum Räuber Hotzenplotz. Er hat also quasi ein Kasperlestück zwischen zwei Buchdeckeln geschrieben, als Abwechslung für den Krawatt. Er hat das selber gesagt in seinen Memoiren, der Hotzenplotz, der Name, ist ihm dabei zugefallen, weil er sich erinnert hat, in seiner Kindheit hatte er den Namen gehört, das ist nämlich eine kleine Stadt in Böhmen und so hat er dann seinen Räuber genannt. Diese Stadt gibt es heute noch natürlich, die heißt Ossoblaa. Ottfried Preußler hat 32 Bücher geschrieben, seine Bücher sind über 50 Millionenfach verkauft worden inzwischen, sie sind in 55 Sprachen übersetzt worden und er ist einer der meistgelesenen Kinderbuch- oder Autoren überhaupt in Deutschland. Er hat viele Preise und Auszeichnungen bekommen, unter anderem das Große Bundesverdienstkreuz oder den Bayerischen Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft. Und etliche Schulen sind nach ihm benannt, was natürlich besonders schön war, da er selber Volksschullehrer war. Vor gut 2 Jahren starb Ottfried Preußler mit 89 Jahren im Frieden am Chiemsee. Ich wollte als erste Ausstellung gerne eine Ausstellung machen, die populär ist. Und was liegt da näher, als seine Ausstellung mit Ottfried Preußler oder mit seinen Werken zu machen? Es eignet sich für Erwachsene, weil ich denke, viele von uns haben selber als Kinder schon Ottfried Preußler gelesen oder vorgelesen bekommen und natürlich auch für Kinder. Und er ist einer der meistgespielten Autoren im Figurentheater, ich habe es schon gesagt. Wir haben die Ausstellung Sabalot, der Räuber Hotzenplotz auf Achse genannt. Das Sabalot haben wir dabei dem Bayerischen entlehnt, weil Preußler seine zweite Heimat in Bayern gefunden hat. Das ist da ein gebräuchlicher Ausdruck. Und auf Achse, weil natürlich Theaterfiguren mit ihren Figurenspielern immer unterwegs sind. Das heißt, sie reisen von Theater zu Theater, von Schule zu Schule. Und jetzt machen sie eben einmal hier Station im Museum. Sie werden gleich in der Ausstellung Handpuppen vor allem sehen, aber auch Marionetten, Stabfiguren und Großfiguren. Die Figuren sind in ganz unterschiedlichen Stilen gestaltet und zeigen eine ganze Bandbreite an künstlerischen und gestalterischen Möglichkeiten. Im Figurentheater. Es überwiegen die Handpuppen, aber auch interessante Marionetten
Inszenierungen und Großfiguren sind zu sehen. Ottfried Preußler hat zum Figurentheater eine besondere Beziehung gehabt. Er hat selber Kasperletheater gespielt in seiner Kindheit. Er hatte eine Bühne auf dem Dachboden stehen. Und eines seiner ersten Werke war ein Puppenspiel, Kasper hat ein gutes Herz. 1951 hat er das geschrieben. Figuren dieses Stückes können Sie auch in der Ausstellung sehen. Mit dem Hohensteiner Figurenspieler Harald Schwarz hat ihn eine lebenslange Künstlerfreundschaft verbunden. Und besonders stolz bin ich daher auch, Sie werden es gleich in der Ausstellung sehen, dass wir den Zwackelmann aus einer Hohensteiner Inszenierung bekommen haben, den Petrosilius. Und genau diese Figur hat Preußler selber einmal gespielt, als er bei einer Aufführung zugegen war und dem Figurenspieler die Stimme versagte. Und er ist eingesprungen und in seinen Memoiren erinnert er sich, na, den Text, den kannte ich ja, ne? Das ging dann. ebenso eng war die Bindung Preußlers an die Augsburger Puppenkiste. Sie kennen vielleicht die Inszenierung von Kater Mikesch und auch vom Hotzenplotz. Die haben sehr früh seine Stücke inszeniert und aufgenommen und auch im Fernsehen gezeigt. Und 1997 wurde sein Einsatz für das Figurenspiel mit der Verleihung des undotierten Preises Die spielende Hand vom Verband Deutscher Puppentheater ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass wir die Ausstellung wiederum in Kooperation mit dem Figurentheater zeigen können. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man die Figuren auch in Aktion sieht und das kann man natürlich im Theater nebenan wunderbar sehen. Sie wird begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie heute mit der Vorstellung des Hörbe. Am 10. Mai haben wir eine Lesung mit Rufus Beck. Es ist uns gelungen, Rufus Beck hier nach Lübeck zu holen. Ich hoffe, das wird eine sehr schöne Veranstaltung. Wir gehen dafür nach St. Petri in Lübeck, weil unsere Räume dafür leider dann doch zu klein wären. Wir haben eine kleine Kooperation mit der Stadtbibliothek und wir haben eine sehr schöne, große Finissage vor am Ende September mit Aufführung zu Krabat. Wir wollen den Film zeigen von Harald Seemann, den künstlerischen Cut-out-Film, und es soll auch einen wissenschaftlichen Vortrag geben zu Krabat. Ich finde das ganz wichtig, auch eine wissenschaftliche Komponente in so eine Ausstellung zu bringen, weil das darf man nicht vergessen. Wir verkaufen natürlich in unserem Shop die Artikel zu Ottfried Preußler, die Bücher, aber auch Marionetten. Wir haben Postkarten gestaltet und freuen uns da auch, wenn Sie was mitnehmen. Noch einige Infos zur Ausstellung. Die Ausstellung beginnt diesmal im zweiten Obergeschoss. Normalerweise sind die Sonderausstellungen hier im Museum immer im ersten Obergeschoss gewesen. Da ist aber eine große, aufwendige Ausstellung von der Figurenspieler-Dynastie Schichte. Und ich habe gesagt, die möchte ich gerne noch stehen lassen. Deswegen sind wir ins zweite Obergeschoss gegangen, haben zweites und drittes und Dachgeschoss, haben das alles ausgeräumt. Es beginnt mit der Biografie und mit dem berühmten Zwackelmann, den ich schon erwähnt habe. Es sind da Großfiguren vom Goldenen Brunnen zu sehen und der Kern der Ausstellung ist dann in dem Raum, da sind mehrere Hotzenplotz-Inszenierungen, es wird ein Film gezeigt, Der starke Vanya. Da bin ich auch besonders stolz, dass die Figuren, die nach Lübeck gereist sind, die sind von Professor Albrecht Rosa, er ist der Begründer des Stuttgarter Studienganges für Figurenspiel, eine ganz wichtige Inszenierung, den Film kann man auch oben sehen. Im Dachgeschoss für Kinder, die können sich da verkleiden, geht die Ausstellung weiter. Da sind auch ein paar Hotzenplotz-Bücher ausgestellt. Aus verschiedenen Ländern kann man ein bisschen die Strahlkraft des Autors auch sehen.